ja sehr wichtig, dass ich mobil bin mit meinen Pferden. Deshalb fahre ich auch selber Hänger. Ich habe den Hängerführerschein direkt mit dem Autoführerschein zusammen gemacht, mit 17 Jahren. Jetzt zeige ich euch, wie ich den Anhänger anhänge, wie ich den Dino einlade und auch wieder auslade, wie wir losfahren. Wir haben da eigentlich immer den gleichen Ablauf. Zuerst wird der Hänger dann beladen und dann als letztes kommt der Dino bzw. die Serenissima drauf, dass wir dann auch direkt losfahren können. Bei uns ist der Hänger immer eingestreut. Das heißt, wir haben auf der Seite, auf der das Pferd steht, immer Späne, damit, wenn das Pferd mal Pipi macht, dass das aufgesaugt wird auch und es einfach schöner ist fürs Pferd zu fahren. Ja, also wir benutzen auch Heunetze im Hänger. Dann passen wir allerdings so auf, dass das auch so hoch hängt, dass das Pferd auf keinen Fall mit den Füßen reinkommen kann, weil sonst ist es wirklich sehr gefährlich fürs Pferd. Ja, zum Turnier nehme ich auch immer noch einen Kanister Wasser mit, weil ich weiß nicht, ob es da so auf dem Parkplatz direkt Wasser gibt. Deshalb habe ich immer einen Kanister mit und dann wird das Pferd dann auf dem Hänger per Hand getränkt. Und je nachdem, wie lange wir unterwegs sind, nehme ich dann auch noch Mittag- oder Abendessen fürs Pferd mit. Also bei Dino ist es natürlich auch eine Übungssache, dass er so gut auf den Hänger geht. Er muss es ja auch viel machen. Also wirklich, er ist ja quasi jede Woche unterwegs. Aber es ist halt auch nicht selbstverständlich, dass es so gut geht. Und gerade wenn die Pferde das am Anfang lernen, dann kann es halt schon mal passieren, dass alles andere interessanter ist, außer auf den Hänger zu gehen. Ich meine, das ist natürlich für ein Fluchttier auch sehr eng da drin. Und da muss das Pferd ja auch dem Reiter oder dem Menschen, der das dann hochbringt, muss es auch vertrauen. Aber wir planen dann auch, wenn wir mit den jungen Pferden das erste Mal fahren, planen wir halt auch sehr viel mehr Zeit ein, als wenn wir jetzt beispielsweise mit dem Dino losfahren. Weil wir einfach wissen, dass die Pferde noch keine Übung haben und dann dementsprechend mehr Zeit haben, mehr Ruhe haben, dann ist alles gut.